Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Ah, hier fliegen Flugzeuge rum. Die Frage ist nur, wo die Bloons hier kommen. Hier aus den Wolken oder wo? Ich werde dann den Affen hier nehmen, weil ich habe noch keine Ahnung, wo die herkommen. Ah, okay, die kommen hier und hier, also doppelt. Ah, von den beiden Seiten kommen sie, alles klar. Hätte ich den Affen hier hin sollen, aber ich kenne diesen Level noch nicht, daher, ja, sei mir dieser Fehler verzeihen. So, dann können wir gleich updaten hier. Ein Flugzeug werden wir hier nehmen. Oh, da geht ein bisschen was durch. Einer ist durch. So, da, drei Dartpfeile. Jetzt macht er auch Aua. Und jetzt brauchen wir langsam einen anderen Tower. Ich möchte das Flugzeug haben, aber da brauche ich nur Kohle. Müssen wir mit dem Affen hier nur ein bisschen leben, bevor wir uns Update leisten können. Diese kleinen Flugzeuge sind ein bisschen irritierend. Der Monkey-Ingenieur könnte auch nützlich sein. Den stellen wir hier auf. Oh. Hier. Und natürlich dann gleich updaten vor dem Flugzeug. Wir sind in Runde 6. Runde 7. Diese Map finde ich jetzt eigentlich nicht so hübsch wie die anderen. Ja, ich meine, die Grafik ist ja überall gleich. Aber die finde ich jetzt nicht so gut. Also dieses Grün hier finde ich schon grässlich. Mag ich nicht, die Map. Also rein optisch gefällt sie mir nicht. Spielerisch interessant. Es ist sicher schwer, weil du hast hier einen kurzen Weg mit den Bloons, wo sie poppen müssen. Dann gehen sie hier lang und hier lang. Ne? Das heißt, die müssen relativ sofort ploppen, sonst wird es nichts mehr. So, die Tower haben wir. Einer ist bisher durch, dabei wird es auch bleiben demnächst. Also es sieht gut aus, noch mehr Tower. Und dann können wir uns gleich dieses Update hier leisten. Und dann auf jeden Fall das Flugzeug hier. Und dann lasse ich dann hier im Kreis fliegen. So wird es am besten sein. Natürlich die zielsuchenden Raketen, wie immer. Die sind wirklich gut. Runde 10. Und Runde 11 jetzt. Update können wir uns leisten. Runde 12. Der Affe hier greift, glaube ich, auch Camouflage-Ballons an. Jupp, mit dem Upgrade hier. Runde 13. Dieses Update hier leisten. Dann werden wir dieses Update hier nehmen, dann schießen die ganz schneller. Gleich können wir es uns leisten. Viel fehlt nicht mehr. Wir haben es. Jetzt geben sie ordentlich Gas. Und als nächstes gleich das Flugzeug. Ich könnte auch das Flugzeug hier hin und im Kreis fliegen lassen, das ist vielleicht sogar noch besser.
Oder hier. Ne, tun wir es hier hin. Weil hier haben wir eh schon den Ingenieur. Und dann lassen wir es mal im Kreis hier schweben. Zack. Schön im Kreis fliegen. Runde 20. Runde 21. Runde 22. Runde 23. Runde 24 und Runde 25. Zack, zack, geht es hier. Den kann man updaten. Runde 26. Runde 27. Wir sparen jetzt auf die zielsuchenden Dartpfeile. Wir haben den Spektra-Bomber, eine fliegende Festung. Da brauchen wir aber nur ein Level, glaube ich. Und das ist scheiße. Oh, kacke. Jetzt habe ich es übersehen, jetzt sind 70 durch. Wir müssen was gegen diese Stahlbluns machen. Das geht leider gar nicht so. Das war jetzt ein harter Schlag. Wir haben es nochmal überlebt, aber nochmal geht es nicht gut. Da ist eine Spike Factory hierher. So, das war jetzt nötig, weil sonst hätte man die wieder nicht gekriegt. Wir brauchen dringend diese zielsuchenden Raketen hier. Jetzt haben wir es, Gott sei Dank. Als nächstes gleich die Spike Factory. Das ist ein bisschen hart hier, da ist schon einiges durch, ihr seht's. Mal schauen, ob wir das schaffen. Runde 32. Es ist wirklich eine harte Map. Easy beasy, kann man das nicht bezeichnen. Scheiße, geht schon wieder los mit denen da. So. Kann man den updaten? Nein. Aber wenn wir die Festung haben, greift er das alles schön an. Okay. Oh, das ist ziemlich teuer. Das ist ziemlich teuer. Dann nehmen wir vorher die Spike Factory, sodass hier praktisch links, rechts nichts mehr durch kann. Das ist ganz wichtig. Weil das Risiko ist sonst schon groß. Hier. Come on, Flags kommen gerade. Wir sind in Runde 33. Das ist echt hart, die Map. Die ist schon auf easy hart. Ne? Runde 34. Wir sammeln jetzt mal Kohle. Und gleich den Ausspuck von den Spikes hier erhöhen. Nochmal erhöhen. Und danach die Stärke. Wieso er hier keine Spikes hinhaut, geben wir jetzt nicht ein, aber okay. Wir sind in Runde 36. Runde 37. Da geht wieder einiges durch. Da geht wieder einiges durch. Wir sind fast im Arsch. 180 sind schon durch. Ist natürlich auch die Kohle, die uns fehlt jetzt. Ne? Also mal schauen, ob wir es noch hinkriegen. Es wird jetzt echt hart. Runde 38. Da darf jetzt eigentlich gar nichts mehr durchgehen.
Wir haben ein Problem mit diesen Dingern da. Ne? Die sind echt ein Problem. Ah, Scheiße. Wir müssen es nochmal probieren. Andere Taktik. Hat leider nicht funktioniert. In Runde 38 ist schon mal zum Downer gegangen. Also es ist wirklich nicht leicht, wie ihr seht. Was soll ich da nehmen? Das ist ja blöd. Nehmen wir die Spike Factory. Jetzt setze ich es aber hier hin. Ich hoffe, das ist, geht jetzt besser hier. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.